Vor 2 Tagen hat das Schiff den Hafen in Nordschweden verlassen und macht jetzt am Ostuferhafen in Kiel fest. An Bord sind 8000 Tonnen Papier. Die 156 Anhänger, auf denen die Rollen stehen, werden auf die Lagerhallen verteilt. Auf einer Fläche von 47.000 Quadratmetern. Jede eingehende Ladung ist digital erfasst. Wir wissen im Vorwege, meistens so eine Woche, 2, kriegen wir so die ersten Zahlen, wie viel ankommen soll. Und dann werden daraus natürlich auch die weitergehenden Transporte geplant, mittels LKW, Waggon oder Container. Auf einer Rolle sind je nach Dicke bis zu 5000 Meter Papier. Das Gewicht bis zu 4,5 Tonnen. Von Kiel aus wird die Ware in die ganze Welt geliefert. Aus dem Papier werden Verpackungen hergestellt. Dafür muss die Qualität besonders hochwertig sein. Im Vergleich, so eine Tonne Papier kostet weit über 3000 Euro, im Vergleich zu einem einfachen Verpackungspapier, was unter 1000 Euro kostet. Und hieraus werden Verpackungen für Zigaretten, für hochwertige Parfums, Spirituosen, also das, was wir alle jeden Tag in der Hand haben. 800.000 Tonnen Papier will das Logistikunternehmen SCA dieses Jahr in Kiel umschlagen. Die schwedische Zellulose-Aktiengesellschaft ist der größte Waldbesitzer Europas mit einer Fläche von 2,6 Millionen Hektar. Die Nachfrage nach Verpackungsmaterial steigt, die Papiermaschinen werden immer effizienter. Wir haben also ziemlich positive Zuwachsraten. Und warum hier in Kiel? Weil wir hier universell aufgestellt sind. Ich kann hier sämtliche Schiffe an den Anlagen abfertigen in Bezug auf den Import der Ware. Ich kann von hier über alle Verkehrsträger die Ware europaweit und eben weltweit verteilen. Auf der Schiene verlassen bis zu 10.000 Güterwaggons im Jahr das Gelände am Ostuferhafen. Auf der Straße sind es bis zu 35.000 Lkw. Heute werden 170 Container beladen. Das sieht erstmal relativ wuselig aus, aber hinter jeder Bewegung, hinter jeder Fahrt steckt einfach ein Sinn. Und diese Prozesse steuern wir größtenteils digital in der Zusammenarbeit zwischen dem Terminal und uns, die oben planen. Und es ist im Endeffekt jeder Schritt, jede Rolle, die wir anpacken, koordiniert. Damit die richtige Rolle zum Kunden kommt, ist das Lager in Planquadrate unterteilt. So wird jedes Produkt schnell gefunden, mit dem Barcode abgeglichen und kann nachverfolgt werden bis zur Ankunft beim Kunden. Der gesamte LKW wird fotografiert, dann kriegt er eine SMS, der Fahrer, wo draufsteht, an welcher Position hier, an welches Dock er muss. Und dort fährt er hin. Der Gabelstaplerfahrer hat wiederum ein Terminal und der erfährt, der LKW 4711 kommt jetzt an dein Gate und holt die Rolle für München ab. Nach 5 Stunden ist auch das Schiff abgefertigt. 105 Anläufe gibt es im Jahr. Für den Logistikdienstleister ist Kiel der ideale Standort mit Anbindung an Wasser, Straße und Schiene.